Moin mit Leute und herzlich willkommen zum neuen Part Let's Play Tomb Raider. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Okay, dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Da geht's nämlich hoch. Und da geht's hoch. Das sieht aber richtig aus. Oh, da habe ich eine Bergungskiste gesehen. Die nehmen wir doch gleich mit. So. Haha, da haben wir einen kleinen Schätz. Au. Oh. Da haben wir was gefunden. Zahlen. Irgendwelche Koordinaten. Wollte jemand, dass es gefunden wird? So. Oh, da ist ein Lager. Sehr schön. Ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Was bedeutet, dass ich wirklich hier bin? Dass alles wirklich tue? Denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Ross einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Ach Mann, wir haben nicht genügend Material. Okay, wir müssen definitiv noch was finden. Die hier ist jetzt schon verstärkt. Auf jeden Fall eine neue Fähigkeit. Und das haben wir schon. Überlebenskünstler. Oh, verbessertes Bergen. Das nehmen wir. Das klingt schon mal gut. So. Und das sieht, da haben doch meine kleinen Augen was gesehen. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm. Was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, Sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen, denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Mhm. Gestrandet. Okay. Also es gibt hier viel zu entdecken. Das ist wenigstens schön. Jupp. Da ist jetzt nichts mehr. Ich glaube, wir nehmen mal eine Fackel mit. Oh. Vielleicht gibt's da eine kleine Jagd. Nein, Vater Matthias erledigt das selbst. Wir sollen uns raushalten. Verstärkung! Oh, fuck. Und zack. Aua. Oh, nicht getroffen, Mann. Okay, gehen wir mal ein bisschen zurück. Und... Aua. Du Assi. Headshot.
Headshot. Will noch einer was? Okay, ja, dann halt nicht, ne? So. Okay, wir nehmen mal alles mit. Okay, wir müssen zurück ins Lager. Ich habe es ja schon gemerkt. Ich verbessere ja gleich was, ne? So. Und zwar verbessern wir unseren Bogen. Schussfrequenz. Ich glaube, ich nehme das hier jetzt erstmal. Gewickelte Sehne. Yep, das nehme ich jetzt erstmal. So. Okay. Sieht soweit gut aus. Da haben wir noch ein bisschen Munition und da habe ich gerade Kräuter gesehen. Die nehmen wir auch gleich mit. Das dann nehmen wir mit. Pfeile haben wir genügend. Gut, gut. So. Dann geht's mal weiter. Das sieht auch nicht. Oh, da oben. Jawohl. Eine neue Kiste zum Aufmachen. Sehr schön. War einiges an Material da. Da kommen wir nicht rein. Da kommen wir rüber. Ja, dann gehen wir da mal rüber. Ach so. Na, okay. Ich verstehe. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Da oben durch. Wow. Zack. Lautlose Killer. So. Er hat mich nicht gesehen. Du weg. Da oben. Komm her. Daneben. Komm. Zeig. Okay. So. Kopfschuss. Oha. Und da sind wir nicht tot. Hüpp. Aua. Von wo? Egal. Wir gehen da jetzt erstmal runter. Haben's zerstört. Wo gehen wir jetzt lang? Okay. Ach so, wir sind hier. Zu dem Dokument würde ich
gerne hin. Da müssen wir geradeaus, so wie wir laufen, so wie wir gucken. Hopp. Oder haben wir das schon? Das kann natürlich auch sein. Höchstwahrscheinlich haben wir das schon. Aber ein neues Upgrade, wie viele haben wir jetzt? Wie viele dieser komischen Punkte? Ne, das ist hinter uns. Ja, da waren wir schon. Schade, dass ich mir... Was? Hä? Ach so, da sieht man, was so alles hier da ist. Okay. Okay, das ist schon mal gut zu wissen, dass man hier so eine kleine Übersichtsmap hat. Aber da habe ich mitbekommen, das sollten wir erst später machen, wobei ich... Weil wir halt noch nicht überall hinkommen, aber das habe ich mir schon fast gedacht, dass hier hinten sich was verbirgt. Da wird halt einiges zum Erkunden sein. Gehst du da nicht hoch? Boah, du bist doch blöd. Da hinten eventuell. Da oben, aber das sieht auch so aus, als ob da nichts wäre. Ja, weil sie ist ja so von wegen Megabonze und dann kann sie sich nicht mal da hochziehen. Oh, du bist doch zu dumm zum... Naja. So. Da hinten war das, ne? Hier irgendwo, da war's. So, aufmachen. Hoch da. Da habe ich noch was anderes gesehen, wo ich gerne nachgucken möchte. Erst einmal hier. Okay, darüber. Hep. So. Okay. Dann brauchen wir Feuer für diese kleine Stelle hier. Da ist auch was drin. Boah, wie böse versteckt. Aber wir finden natürlich alles. Grüne Fächer. Okay. Ja, wir finden einiges. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir irgendwie Feuer bekommen. Von da unten nämlich. Erstmal hier noch gucken. War klar. Fähigkeitspunkt. Oh yeah. Oh, habe ich weggedrückt. Naja, egal. Wird wahrscheinlich nicht so wichtig gewesen sein. Und da hätten wir kein Lager. Schade. Aber wir haben hier mal was für Feuerle. Oh, da hinten sehe ich noch ein Buch, was wir uns noch holen. Jetzt erstmal das hier oben da wegbrutzeln. So, mehr brauche ich nicht. So. Oh, und mir fehlen noch 2 Punkte. Dann könnte ich meinen Bogen weiter ausbauen. Hier ist aber auch nichts mehr, ne? Oh, ein bisschen Bogi-Muni. Da war wirklich nur das hier. Schade. Naja, was man nicht alles so findet, ne? Wenn man einfach mal die Augen ein bisschen aufmacht. So, da war noch ein Notizbuch oder ein Tagebuch. Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unseren Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte.
Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie, sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Das ist Tagebuch von Nikolai, einer der Überlebenden auf dieser Insel. Er erwähnte ein Vater Matthias. Ist das derselbe Mann, den ich getroffen habe? Okay. So, und fehlt noch was ein bisschen, ne? Ein bisschen Upgrade-Zeugs. Ich schaff das. Natürlich schaffen wir das. Aua. Oh, da wärst du fast abgerutscht, Kleine. Egal, einfach weiter nach oben. Sehr schön. Hast du fein gemacht. Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kai. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Irgendwo da oben. Bevor wir da hochgehen, gucken wir mal. Denn da wird es bestimmt auch irgendwo noch was zu plündern geben. Ich würde gerne den Bogen noch weiter ausbauen. Also wir werden definitiv was finden. Komm, das kannst du mir nicht antun. Ich würde gerne noch was upgraden. Da drüben sieht's vielleicht danach aus. Aber ich habe was gefunden. Auf jeden Fall brauche ich kurz Feuer. So. Und hups. Und einmal anzünden, bitte. Danke sehr. So, das dürfte jetzt irgendwie mich...
Oh. Kann ich da nicht durchschießen auf Feuerpfeilmäßig? Da oben eventuell? Hier eventuell? Ach komm. Ich hätte jetzt gedacht, das würde runterbrutzeln und ich könnte da dann irgendwas machen. Aber nein. Du, so geht das aber nicht, du. Ah, da sehe ich was. Da kann ich was. Da brauche ich aber auch Feuer. Dann gucken wir einfach mal weiter. Mhm. Hier, danke. So. Danke sehr. Hey, das sind Hühner. Ah, da ist auch noch was. Das nehmen wir auch gleich mit. Pfeile. Okay, mehr sehe ich hier aber jetzt nicht. Und mach das Feuer weg. Nice. Noch mehr Pfeile. Ach, da ist eh gleich ein Feuerstellchen. So, ich würde hier nämlich gerne zuerst mein... Da habe ich was gesehen. Da habe ich was glitzern gesehen. Wunderschön. Kann man hier oben dann lang. Okay, es gefiel zu erkunden. Erstmal das hier anzünden. So. Jetzt graden wir noch ab und dann ist der Part beendet, Leute. So. Oh, wir haben auch einen neuen Fähigkeitspunkt. Ah, wo setzen wir den? Den setzen wir auch zuerst hier. Mehr Berggut. Hä? Findige Bogenschützen ziehen. Okay, wir nehmen jetzt erstmal das da. Zusätzliche XP, ja, das hört sich doch gut an. So, und dann graden wir den Bogen noch ab. Verstärkt, ja. Sieht doch schon mal recht nice aus. Unser kleines Bögchen. Das hier sollten wir auch bald mal upgraden können. Oh ja. Ja, das finden wir schon alles, ne? Unser Bötschchen sieht jetzt sehr nice aus. Naja, das war's jetzt für den Part. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zugucken. Würde sagen, ciao, ciao, bis jetzt beim nächsten Mal bei Let's Play Tomb Raider. Bis dahin. Ciao, ciao.